Die Gezi-Hamburg-Plattform sagen, es reicht. Die AKP-Regierung muss zurücktreten. Menschen aus Hamburg, Menschen aus aller Welt, schaut auf diese Stadt, schaut auf Istanbul, schaut auf die Türkei. Entgegen aller Versprechungen des Gouverneurs von Istanbul und der Regierung, den Konflikt zu lösen und ein Zeichen der Entspannung und Frieden zu zeigen, verkündete die Regierung das Ende der Toleranz. Seit 30 Tagen setzt die Polizei nicht nur Gewalt am Taksimplatz ein, sondern auch in Ankara und viele andere Großstädte. Die Einsatzkräfte setzen wieder Wasserwerfer und Tränengasgeschosse ein. Es wurde ohne Rücksicht auf Leib und Leben auf die eigene Bevölkerung abgefeuert. Es gibt über 8000 Verletzte und über 4000 Festnahmen. Zahlreiche Rechtsanwälte, die sich gegen diese Gewalt gewandt haben, wurden festgenommen. In den vergangenen Tagen demonstrierten tausende Juristen in der gesamten Türkei gegen diese brutale Vorgehen der Regierung. Es gibt Grund zur Besorgnis, da die Lage in der Türkei sich immer mehr verschärft. Die Protestwelle, deren Keim ein friedlicher Versuch der Umweltschützer, die Umwandlung eines zentralen Parks in ein großes Bauprojekt zu verhindern war, hat das gesamte Land ergriffen. Die Wut der Menschen hat sich in einen offenen Widerstand gegen die Regierung gewandelt. Überall in der Türkei und im Ausland protestieren Menschen jeden Alters, jeder Herkunft gegen die diktatorischen Machenschaften der Regierung. Die Botschaft dieser Protestbewegung liegt klar auf der Hand. Die Menschen möchten nicht einfach hinnehmen, denen seit Jahren ein Lebensstil nach der islamisch-konservativen Grundgedanken aufdiktiert wird und das immer mehr in ihren privaten Lebensalltag eingedrungen und bestimmt wird. Andersdenkende, Journalisten, Juristen, Wissenschaftler, die angeblichen Unruhestifter sitzen seit Jahren in Haft und warten auf ihre Anklage und Verurteilung. Die Pressezensur und die Angst der Presse, sich frei zu artikulieren, ist enorm. Aufgrund des Drucks durften die Medien nicht über die Geschehnisse berichten. Das Internet wurde abgekoppelt. Es gab nur zwei Sender, die den Mut hatten zu berichten, die jetzt leider mit den Konsequenzen der Regierung rechnen müssen. Mehrere Gesetze, die sich in die Privatsphäre der Menschen einschränken, wurden verabschiedet. Man kann nicht mehr von der Unabhängigkeit der Judikative sprechen. Sie ist der Exekutive angeglichen. Die Menschen in der Türkei haben sich gegen diese Angstgesellschaft erhoben. Es kann nicht sein, dass eine Regierung, die gegen ihr eigenes Volk Gewalt anwendet, die den gesellschaftlichen Konflikt nicht mit friedlichen Mitteln zu lösen versucht, intolerant und diktatorisch gegen die Andersdenkende vorgeht, noch die Legitimität besitzen darf, das Land zu regieren. Sie muss unverzüglich zurücktreten. Eine Person, die mit den Worten wie "Gegen eure 100.000 bringen wir eine Million auf die Straße" oder "Wir werden mit der Sprache sprechen, die ihr versteht", die Menschen droht, spaltet, aufeinanderhetzt, darf die Republik Türkei nicht präsentieren. Die Regierung muss unverzüglich zurücktreten. "Schaut auf diese Stadt", sagte der Bürgermeister von Berlin damals. "Wir sagen, schaut auf Istanbul, schaut auf die Türkei. Solidarisieren Sie sich bitte mit der Protestbewegung. Die Erhöhung der Stimmen und des internationalen Drucks wird eine immense Hilfe sein, dieser Regierung ihre Grenzen zu zeigen." Bir turna olsa, yollara fırsat, uçabilsem kendisim ağlarıma. Bir seher vakti sıraya varsa, selam versem varsa dağlarıma. Komşunun kızı, çoban yıldızı. Yaz bahçeleri şimar kırmızı.
lot of fans still at the stadium trying to get here, and I heard through the telephone that they are shouting a lot in solidarity with Taksim Gezi protest. At the moment they are not allowed to leave, I have the impression, so we will wait with our little inauguration a bit. Ist mal entstanden aus einer Wunschproduktion hier im Stadtteil. Die Stadt hatte andere Pläne. Das hat uns sofort sehr aufmerksam gemacht für die Bewegung im Gezi-Park. Tıpkı Gezi-Park'ta olduğu gibi Sampaio'da da hükümetin başka niyetleri vardı. Buraya 10 tane 8 katlı, 10 katlı apartmanlar dikmek istiyorlardı. Mahallede sanatçılar, mahalle sakinleri hep beraber birlikte olup 10 yıl bir mücadele sonunda 10 katlı apartmanlar yerine bu parkı kurmayı mücadele sonunda başardık. Wer die aktuelle Lage in Istanbul kennt, der weiß, dass seit ein paar Tagen der Gezi Park zwar einerseits wieder öffentlich ist und anscheinend rechtlich gesichert, aber das, was die Leute da angefangen haben, war ja was ganz anderes. Sie haben den Raum sich genommen, um etwas ganz anderes auch dort zu formulieren und eine Kritik an der Gesellschaft im Raum zu verankern und auch was Neues auszuprobieren. Auch damit fühlen wir uns sehr verbunden. Sorun sadece parkların kamuya ait olduğu sorunu değil, tıpkı Gezi Parkı'nda olduğu gibi. Gezi Parkı'nda mücadele eden çapulcular sadece ağaçlara, parka sahip çıkmak yerine ayrı bir toplumsal yaşam, ayrı bir hayat özlemi ifadesi oldukları için tıpkı San Pardo olduğu gibi San Pardo'da ortak özelliklere sahibiz. Wir wurden dann ehrlich gesagt sehr wütend, als am Montag oder Dienstag sehr viele Leute aus den Basisinitiativen in Istanbul verhaftet wurden. Also nachdem das Gerichtsurteil bekannt wurde, eigentlich hattet ihr recht, wurden die dann alle mal verhaftet. Unter anderem hat die Präsidentin der Architektenkammer von Istanbul vorgeworfen bekommen, den gesamten Aufstand in der Türkei zu organisieren. Also vollkommen absurd. Ja, bir yandan yasalarda, mahkemelerde Gezi Parkları'nın haklı olduğu ifade edilirken, diğer taraftan da aynı zamanda mimarlar ve mimarlar odasının temsilcileri bu hakları savundukları için tutuklanıyorlardı. O yüzden öfkemiz büyük. O yüzden de hala sokaklardayız, tıpkı Gezi Parkı'nda olduğu gibi. Nach allem, was wir wissen, sind die Leute wieder freigekommen. Bildiğimiz gibi herkes tekrar serbest bırakıldı. Ja, trotzdem war es für uns der Anlass zu sagen, wenn die Gangart dort so hart wird und genau die Leute, die gerade eine Erneuerung von der Politik von unten betreiben in der Türkei, in Istanbul, in anderen Städten der Türkei, Leute, die eigentlich an ganz ähnlichen Fragen arbeiten, wie hier Gruppen wie Recht auf Stadt oder wie wir in der Vergangenheit oder die NoBNQ Gentrifizierungsprojekte kritisieren, die in Istanbul in einer ganz anderen Härte durchgesetzt werden und in einer ganz anderen Volumen, dann müssen wir hier eine kleine Tafel im Park aufstellen, um auch inhaltlich weiter darüber zu informieren, was in Istanbul gerade passiert. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi insanların parklar, kamu alanları aynı zamanda bizimdir de sloganında San Pauli'de olduğu gibi bunu ifade edebilmek için San Pauli'ye eski Park Fiction Park'a yeni Gezi Park Fiction'a bu olaylara anlatabilecek ne istediklerimizi tabandan gelen yaşayanların, insanların, vatandaşların tabandan belirledikleri bir yaşam tarzını ifade edebilmek için bir tabela, bir bilgilendirme
ifadesi asmak istiyoruz. Ich glaube, wir können jetzt mal zur Enthüllung schreiten. Yay! Applaus! Da ist ein Foto dabei, das haben wir geschossen am 16. Juni. Ein Tag vorher ist der Gezi-Park sehr brutal geräumt worden. Und ein Bild, was glaube ich auch jetzt an der Tafel hängt, zeigt, wie die Polizei den Baum der Wünsche im Gezi-Park anzündet. Und das hat mich persönlich unglaublich wütend gemacht, wenn ein Baum der Wünsche angezündet wird. Das ist genau das, was uns interessiert, dass die Wünsche auf die Straße kommen und die Stadt anfangen zu verändern. İnanılmaz bir şiddetle bastırılmaya çalışıldığı bir dönemde çekilmiş bir fotoğraf var panoda. Bu dilek ağacını dile getiren insanların kendilerinin bu kamu alanlarında neleri özlediklerini, istediklerini ifade eden bir ağaç bizim için de çok önemli. O yüzden umarım uzun süreli bir şekilde panoda kalır. Wir wissen, dass viele gerne so ein T-Shirt hätten, die sind alle ausverkauft, gibt's ab Donnerstag neu bei Sisterhood in der Balduinstraße. Tercüme artık gerek yok, son söz müziğim.